Ernährung ist eigentlich für die Regeneration ein sehr wichtiger Punkt. Mit einer gezielten Ernährung kannst du dich eigentlich viel besser erholen. Ich brauche zum Sport einen guten Ausgleich. Und die zwei Tage im Büro sind für mich eigentlich körperliche Erholung sowie auch geistige Erholung. Und wenn ich am Dienstag am Abend im Büro den Computer abstelle, bin ich eigentlich wieder top motiviert, im Mittwoch erholt zu trainieren. Für mich Priorität ist eigentlich, dass ich gesund bin, dass ich ohne Verletzungen Sport machen kann und dass ich eigentlich neben dem Sport immer so ein bisschen einen Plan B habe. Also ich glaube, ich habe die Grundmotivation zum Trainieren selber von mir aus. Also ein bisschen mehr Pause könnte ich das sicher gut tun. Während dem Trailer an oder während dem Laufen bist du endlich im Kopf sehr aktiv, du bist immer konzentriert. Wenn ich dann wirklich nachher mal auf dem Trail unterwegs bin, dann eigentlich sehr wenig essen, eigentlich nur trinken. Und wenn ich wirklich mal länger unterwegs bin, dann habe ich meistens getrocknete Früchte. Der Sport bietet eigentlich jedem Weg, bis du hast, Möglichkeiten im schlechten Wetter auf einen einfachen Weg zu gehen. Alles zusammen ist eigentlich ein grosses System, wo irgendwie jedes Puzzleteil stimmt. Und das Puzzleteil von der Ernährung ist natürlich sehr wichtig, weil es ist nicht so, dass ich das einmal in der Woche mache, sondern eigentlich tagtäglich mache. Dann arbeite ich wieder sehr viel mit den Milchprodukten, vor allem mit Ziegern, mit Joghurt, mit Magerquark, die mich eigentlich mit den nötigen Proteinen versorgen, dass ich mich eigentlich über Nacht regenerieren kann. Und danach ist es einfach für mich einmal schön, einfach mal auf den Boden zu liegen. Und einfach einmal Stretching und einmal den ganzen Tag Revue passieren. Ich bin der Martin Antamatten, Trailrunner.